Habe die Ehre. In diesem Video geht es darum, wie du deine Zielgruppe am besten erreichen kannst. Wenn du Coach bist oder Berater und hast schon ein Programm entwickelt, hast schon deine Hilfestellung bearbeitet, weißt schon ungefähr, was du deinen Kunden bietest oder beziehungsweise weißt du genau, was du deinen Kunden bietest. Es fällt dir aber schwer und es frustriert dich auch, an die Leute ranzukommen, mit denen du arbeiten willst. Dann kriegst du jetzt hier ein paar Tipps, ein paar Hilfestellungen, wie du am einfachsten, am besten, am zielführendsten an deine Zielgruppe rankommst und die am besten erreichen kannst. Zuallererst ist es wichtig, ein klares Bild zu haben und eine klare Definition, wer deine Zielgruppe eigentlich ist. Du kennst es, die Situation sicherlich, wenn du schon ein Programm durchlaufen hast, du hast schon eine Coaching-Beratung angenommen, du hast schon dafür bezahlt. Und es ist Teil von diesem Programm, dass du dein Avatar, deinen Zielkunden definierst, ihn festlegst, ihn erkennst, was denn so seine Wünsche sind, seine Eigenarten, seine Charaktereigenschaften, seine Merkmale ringsrum, zusammengefasst jetzt mal, dann ist es schön und gut. Letztlich ist es aber wichtig, dass du diese Eigenschaften und seine Charakterzüge, seine Wünsche, seine Träume, ja, seine Einwände auch, was er letztlich gegen dein Programm haben könnte, seine Zielvorstellungen, seine Gedanken, seine Gefühle, seinen Tagesablauf, was dazu gehört zu dieser Welt deines Avatars, dass du die nicht nur einmal festlegst, sondern eigentlich, dass du das Teil von deiner täglichen Routine machst. Denn wie jeder Mensch ist es so, dass dein Avatar sich auch weiterentwickelt. Du entwickelst dich weiter. Dein Avatar muss aber nicht ein Teil von dir sein. Daher, wenn du entwickelst dich weiter, dein Avatar entwickelt sich weiter. Also es ist wichtig, dass du dran bleibst und immer wieder die Fragen stellst: Wer ist denn dieser Avatar? Was will er genau? Was fühlt er? Was denkt er? Wie lebt er? Und so weiter. Also ganz wichtig, immer dran bleiben. Dich vorbereiten auch auf eventuelle Einwände, wenn du dann ins Gespräch kommst mit deinem möglichen Traumkunden. Was hat er in seinem Kopf? Was geht in seinen Gedanken vor, dass er sich gegen dein Angebot, gegen dich auch stellen kann und dann gewisse Widerstände auch aufbaut? Da ist wichtig zu verstehen auch, was sind die eventuellen Einwände, die potenziellen Kritikpunkte, die Hindernisse, die ihn davon abhalten, mit dir ins Geschäft zu kommen, deine Hilfe anzunehmen. So, das war der erste Punkt. Zum zweiten ist es wichtig, auch hilfreiche und klare Inhalte zu präsentieren. Sei es jetzt in deiner Werbung, sei es in deinem Internetauftritt, sei es auch im persönlichen Kontakt, dass du genau weißt, was spricht meinen Avatar an und nicht, was ist populär. Wenn wir zum Beispiel auf Facebook-Werbung eingehen oder deine Facebook-Auftritte oder generell im sozialen Netzwerk. Es ist nicht wichtig, wie viele Menschen, wie viele Leute, wie viele Nutzer dir ein Like geben oder ein Dislike geben oder wie oft dein Video angeklickt wurde, sondern oder wie oft es kommentiert wurde, sondern es geht letztlich darum, dass du einen Kunden bekommst. Und wenn du nur 10 Klicks hattest oder dein Video auch nur 5 Minuten angeschaut wurde von deinen 10 Minuten oder es gab auch keine Kommentare, dafür hast du aber Anfragen bekommen zu einem Erstgespräch, zu einem Kontakt, zu einem weiteren Zusammensein, dann ist es doch viel wichtiger, als populär zu sein und von jedem anerkannt zu werden. Ich verstehe es. Jeder Mensch will gerne akzeptiert werden. Jeder Mensch sucht nach Achtung, sucht nach Anerkennung. Aber das Wichtige ist, dass du mit deinem Geschäft Geld verdienst, letztendlich. Deine Hilfestellung darfst du dir auch kosten lassen, darfst du was für verlangen. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn niemand auf dich zurückkommt, dann darfst du auch Fragen stellen, an was liegt's? Was läuft nicht so? Was spricht meinen Kunden nicht an? Dann gehen wir wieder zurück auf den ersten Punkt, den ich genannt habe. Zum Thema Definition, wie ich meine Informationen, meine Inhalte weitergebe, meine Hilfestellungen, ist es auch wirklich ansprechend? Ist es auch klar? Ist es auch strukturiert?
dass es greifbar ist für denjenigen, für den Zielkunden und dass er damit schon erste Schritte vielleicht gehen kann und erkennt, dass du einen Mehrwert leistest. Darauf solltest du achten. Also wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wenn keine Anfragen kommen, dann hinterfrag doch einfach nochmal die Art und Weise, wie du deine Videos machst, wie du es postest, wie du dich gibst. Lass dir vielleicht auch eine Rückmeldung geben von Freunden, von Bekannten, von deiner Familie, wie du denn so wirkst, wenn du dein Video machst. Kann hilfreich sein. Letztlich sollte es zu deinen Zielkunden passen und auch eine entsprechende Hilfe, bewusste Hilfe sein, mit der er was anfangen kann. So, und das Letzte, als dritten Punkt, geht es darum, dass du permanent hilfst. Dass du permanent, egal was du machst, dass du immer in diesem Gedanken bist, wie kann ich von Mehrwert sein? Sei es jetzt direkt, dass du mit Leuten in Kontakt kommst und also persönlicher, physischer Kontakt ist. Momentan ist es aufgrund der aktuellen Hygienesituation nicht möglich, dass du mit vielen Menschen oft in Kontakt kommst. Deswegen ist eher der indirekte Kontakt momentan der wichtigere. Aber egal, was du machst, es ist wichtig, dass die Leute merken, dass du mit dir ausgerichtet bist, dass du im Einklang bist mit dem, was du machst. Und wenn du sagst, wenn du präsentierst, was du genau tust, also sprich, wenn du deinen Strategiesatz, deinen Dreisatz, dein Versprechen dem anderen kundtust, dich offenbarst, dann soll der andere auch gefälligst merken, mit wem er es zu tun hat und dass du dieses Versprechen auch lebst und ihm das auch das und dieses Versprechen, was du ihm gibst, auch halten kannst. Dafür ist es ganz wichtig und das kann ich mir auch erklären, was es auch wiederum ein Teil ist, den du vielleicht in deinen Programmen vorher nicht gelernt hast, weil manche Coaches das nicht verstehen, dass die Wiederholung und die ständige Arbeit an dir selbst dich wirklich dahin führen, wo du hinkommen willst und der Erfolg eine Konsequenz ist aus der ständigen Arbeit und der Entwicklung an dir. Daher ist es auch beim Versprechen, gilt das Gleiche wie mit deiner Hilfestellung, mit der Definition deiner Zielgruppe, dass du auch dein Versprechen täglich neu hinterfragst oder neu bearbeitest, sich entwickeln lässt. Klar ist es am besten, wenn du ein Versprechen hast und damit auch rausgehst und sich da nicht mehr großartig was ändert, sondern dass die Leute wissen, ha, der und der Martin Zimmermann, der macht das. Er verspricht, in dem Fall jetzt gerade, ich helfe Coaches und Consultants, 5.000 Euro monatlich zu verdienen. Okay, der Martin ist der Coach, der anderen hilft, auch erfolgreich zu sein mit einem Coaching-Geschäft. So, dann ist es eine klare Definition. Die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und wenn dann wieder die Frage aufkommt oder beziehungsweise wenn derjenige auch mit Freunden, Bekannten spricht, der selber Coach ist, keinen Erfolg hat in seinem Geschäft, Kunden sucht, noch nicht genau weiß, wie er sich positioniert, wie er Werbung schaltet, wie er so generell einfach an Geld kommt, auch durch seine Leidenschaft, durch seine Berufung, dann ist es der indirekte Weg, in dem man halt dann über Mund-zu-Mund-Werbung weiter vermittelt wird und dann kommen die Kunden auch wieder zu dir, weil er sagt, ah, ich kenne da jemanden, der weiß, von was er spricht, der strahlt es auch aus und dadurch macht sich das auch entsprechend über die energetische Ebene bemerkbar, dass dann eine gewisse Zusammenkunft erzielt werden kann. So, nochmal kurz zusammengefasst. Also, wie kommst du zu deiner Zielgruppe oder beziehungsweise wie erreichst du deine Zielgruppe am besten? Du definierst sie ständig. Du bietest ihr hilfreiche und klar strukturierte Inhalte und du hilfst permanent und ständig und bist immer bei dir und lebst dein Leben als Coach, als Berater in jeder Situation. So, das war's für heute, für diesmal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Setz auch gerne ein Like drunter, kommentiere, gib so deine Erfahrungen mit zum Thema Zielgruppe auch gerne wieder. Das würde mich freuen. Und ja, wenn du andere Leute kennst, wie schon gesagt, die indirekt auch betroffen sein können von dieser Hilfestellung, dann gib doch gerne das Video weiter, schick ihnen einen Link. Ich würde mich freuen, Ihnen auch anderen Menschen zu helfen als nur dir. Und ja, schau dir auch gerne meine anderen Videos an, weil ich habe eine ganze Reihe von Hilfestellungen für Coaches auch schon in diesem Kanal zur Verfügung gestellt. Also schau mal rein und schick mir gerne dazu eine Info.
Und wenn du direkt in Kontakt mit mir kommen willst, dann ist ein Link in der Beschreibung hier von dem Video. Dann können wir uns kurz über deine Situation unterhalten und ja, kommen einfach in Kontakt. Schauen wir mal, was passiert. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Viel Erfolg bei den Umsetzungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.